So, moin, moin. Wir haben Donnerstag, den 11. Und ich bin hier auf der Dudenbrücke. Das ist Blickrichtung stadteinwärts, auch wenn man es durch die Nebelsuppe nicht sieht. Und hier steht im Moment ein Zwei-Wege-Bagger mit einem Vierwagen-Arbeitszug, der Langschienen aufgeladen hat, welche demnächst hier in den Tunnel verbracht werden sollen. An Gleisbaumaterial, was hier rechts neben der S-Bahn-Trasse gelegen hat, ist einiges mittlerweile verschwunden. Einiges liegt aber auch noch hier, also kann man auf jeden Fall sagen, es geht voran. So, einmal Johanniter Unfalldienst im Auftrag der Berliner Feuerwehr durchlassen, weil sonst hört mich ja keiner. Ja, wie gesagt, mehr Züge kann ich euch hier von der Position erstmal nicht bieten, weil auf der Fernbahn verkehrt ja aufgrund des Bahnstreiks wenig und ja, dementsprechend sieht das aus. Ja, da vorne auf dem S-Bahn-Podest bzw. daneben, da steht, wie gesagt, der eine Arbeiter von EFA-Schrell. Ich gehe mal davon aus, das ist der Arbeitszugführer und wartet darauf, dass der sein Go kriegt, in den Tunnel oder wo auch immer hin einfahren zu können. So, ich gehe jetzt eine Brücke weiter, nämlich jene welche, die da im Hintergrund ist, und mal gucken, wie es da aussieht. So, und hier bin ich jetzt eine Brücke weiter. Das ist jetzt Blickrichtung Dudenbrücke, wo ich eben gewesen bin. So, und ganz interessant, die Weichenbausätze, welche hier vorne gelegen haben und dort hinten, wo ja auch der Bagger mit seinem Arbeitszug steht, die sind weg. Das heißt also, die drei Weichen hat man im Moment im Tunnel am Wickel, in irgendwelcher Form auch immer, und von daher sieht man also, dass es bei diesen Bauarbeiten nicht stockt, sondern recht gut vorangeht. Weil wir haben jetzt noch nicht mal eine Woche Sperrung. Und wenn die Weichen jetzt schon in den Tunnel gebracht worden sind, heißt das, dass man da wirklich schon Platz geschaffen hat. Also sprich, dass der ganze alte Krempel raus ist. Und ganz interessant ist auch hinten hier, da wo die Big Packs mit dem Schotter sind, wo dieser einzelne Big Pack liegt. Bis dahin ging diese Big Pack-Parade mal. Ja, und mittlerweile ist da auch circa ein Drittel von verschwunden. So, und dann haben wir hier einen Blick Richtung S-Bahnhof Yorkstraße, der S2 und S25. Da stehen im Bild jetzt insgesamt drei Zwei-Wege-Bagger. Der Betonschwellenhaufen, welcher hier im Vordergrund mal gelegen hat, der ist ebenfalls weg, bis auf diese drei kläglichen. Und man hat jetzt schon, ja, dort hinten angefangen, die Betonschwellen zu verteilen. Das heißt also, bei dem Gleis werden dann sicherlich die letzten Holzschwellen bis hier unter die Brücke auch verschwinden, sage ich jetzt einfach mal. Und gegen ein B70 W54 Oberbau getauscht. Das heißt, B70 Betonschwelle, W-Klemme, das ist diese Federklemme, und 54 bedeutet, dass der Schienentyp eine S54 ist. Und ich sehe auch gerade hier schon, wenn ich hier mal runterschwenke, ich versuche das mal größer zu machen, da sieht man auch schon, dass bei den Schienen fast alle Klemmen bis auf jede zehnte gelöst sind,
sodass praktisch hier demnächst an diesem Gleis gebaut werden kann. Die Stromschiene ist ja auch schon demontiert. Das andere Gleis, also sprich das westliche Gleis, das braucht man für die Baulogistik in und aus dem Tunnel heraus. Und an dem anderen kann ja dann gearbeitet werden, wenn die Arbeitszüge im Tunnel drin sind, beziehungsweise da erstmal freie Bahn herrscht. So, die beiden Bagger, die eben vorgefahren sind, die kommen jetzt gleich wieder zurück. Die haben die Big Packs dabei. Und diese Big Packs, die sind ja mit aufbereitetem Schotter, sind die ja ausgestattet, also gefüllt. Und die werden dann für die Baustelle im Tunnel verbracht, weil man da mit Schotterwagen aufgrund der Staubentwicklung nicht arbeiten möchte. Das würde die Bewetterungsanlage nicht schaffen und von daher wird der neue Schotter komplett mit den Big Packs in den Tunnel verbracht. So, und jetzt versuche ich noch mal ein paar Aufnahmen vorne vom S-Bahnhof Yorkstraße zu machen. Und dann war es das erstmal für dieses Bauupdate. So, hier bin ich jetzt an der Yorkstraße. Ich habe mich eben gestärkt an einem wunderschönen koffeinhaltigen Heißgetränk. Hier an der Yorkstraße wartet dieser Bagger im Moment auf Einfahrt in den Tunnel. Ja, und mehr gibt es hier eigentlich von der Yorkstraße, vom Bahnhof Yorkstraße S2, S25, 26 nicht zu sehen. Ich werde jetzt aber gleich mich noch mal in den Ersatzverkehr setzen und werde dann nach Hause fahren, weil meine Füße sind jetzt auch ein klein wenig kalt. Ja, das war es jetzt erstmal hier von den Bauarbeiten. Ich wünsche euch dann was, haut rein und habt noch eine schöne Restwoche. So, und zum Abschluss bin ich für euch dann hier nochmal in Tempelhof vorbeigefahren. Auf dem Ring fährt die S46 zwischen Schöneberg und Königs Wusterhausen im 20-Minuten-Takt. Mehr fährt hier auf dem Ring nach meinem Kenntnisstand nicht. So, was haben wir hier im Bild? Ganz hinten, hinter den Ausfahrsignalen Richtung Schöneberg, sieht man drei weiße Lichter. Die sind von der 203 118 der WFL, die R-Wagen hier rumrangiert. Die sollen runtergehen Richtung Yorkstraße, also auf die S2S. 25, 26, also in die Baustelle rein, und in der Kehr- und Abstellanlage hier sieht man eine BUG V100 mit den Kuppelwagen zur S-Bahn und dahinter oder ja davor, je nachdem aus welcher Richtung man das betrachtet, steht noch eine weitere V100, diesmal im Traditionslack, um das mal salopp zu sagen, also im Originallack, ebenfalls mit Kuppelwagen, die also den Tausch der S-Bahn-Züge auf der S2 bzw. S25, 26 übernimmt, weil da ist ja im Moment dieses Netz zwischen Südkreuz, Blankenfelde bzw. Teltow-Stadt vollkommen auf sich gestellt. So, da kommt meine S-Bahn. Ich wünsche euch was, haut rein.